freundliches, aber enges Tal und weckt zu fröhlichem Leben die Geschöpfe, die geschaffen sind, an der Sonne ihres Lebens sich zu freuen. Aus vergoldetem Waldessaume schmettert die Amsel ihr Morgenlied. Nein, es steht in deinen Händen, deine Macht und Güte ist groß. Drum wollst du von uns wenden, mild Tau, Frost, Reif und Schloß. Die kalten Wind verstummen, der Himmel ist gar blau. Die lieben Bienlein summen, daher auf grüner. Drinnen, in der weiten reinen Küche, knisterte ein mächtiges Feuer. In weiter Pfanne knallten Kaffeebohnen. Und unter der offenen Stubentüre steht eine schöne, etwas blasse Frau und sagt: Du Hebamme, vergiss ja nicht, das Wein warm bereit zu halten. Der Zucker ist dort auf dem Tisch. Und nimm Wein, dass es dich dünkt, es sei wenigstens halb zu viel. An einer Kindstaufe braucht man nie Sorge zu haben, dass ich die Sache nicht brauche. Also man hört, dass heute die Kindstaufe gehalten wird. Und in den Keller geht nun die Frau und kommt mit einem mächtigen Stück Käse herauf, legt ihn auf einen blau geränderten Teller und stellt ihn auf den Tisch und tut auch noch Schinken und Wurst und Sulz dazu und süßes Mus. Neben all dies brachte nun die Hebamme die mächtigen Zöpfe, das eigentümliche Berner Backwerk, schön braun und gelb, aus dem feinsten Mehl, Eiern und Butter. So steht alles in schön geblümten Schüsseln auf dem Ofen und in der glänzenden Kanne mit gelbem Deckel kocht der Kaffee. So hart auf die erwarteten Gevattersleute ein Frühstück, wie es Fürsten selten haben und keine Bauern auf der Welt als die Berner. Tausende von Engländern rennen durch die Schweiz, aber weder einem der abgejagten Lords noch einer der steifbeinigten Ladies ist je ein solches Frühstück geworden. Nun kommt die Mutter mit dem schön eingewickelten Kinde, zieht ihm das gestickte Käppchen an mit dem rosenroten Seidenbande, legt dasselbe in das schöne Dachbettlein und steckt ihm das süße Lulli ins Mäulchen. Christen, Christen, so heißt seit Urgedenken der älteste Sohn und Erbe. Und da ruft der Hütebub vom sauber gefegten Hofplatz her: Die Gäste kommen! Und man geht also zur Kirche und kommt nach vollbrachter Segnung heim. Kind Bettimann, Hebamme, Großeltern, Paten und alle die übrigen Gäste. Ein Schnäpschen wird getrunken. Man sitzt an festlicher Tafel. Voressen von Hirn, von Schaffleisch, saure Leber. In Schüsseln hoch aufgeschichtet, das Rindfleisch, grünes, dürres, jedem nach Belieben. Breiter Speck dazu, prächtige Rückenstücke von 3-zentnerigen Schweinen. So schön rot und weiß und saftig. Das folgt sich alles langsam, langsam, und keinem wird ein einziges Gericht geschenkt. Und zwischendurch schenkt Benz, der Kind-Bettimann, aus den schönen Flaschen fleißig ein. Na, mach doch aus, trink doch aus. Dafür ist es da, dass man ihn trinkt. Ihr habt da ein schönes Haus und alles ist gut angegeben dabei, sagt jetzt die dicke Base Ulrike. Wir sollten auch schon lang ein neues bauen, aber mein Mann, weißt du, mein Mann, der scheut immer die Kosten. Aber fragen möchte ich dich doch, nimm's mir nicht für ungut. Dabei wendet sie sich an den Großvater. Fragen möchte ich dich doch,
warum da gleich neben dem ersten Fenster der wüste schwarze Pfosten steht. Und der steht doch dem Hause ganz übel an. Der wüste Pfosten da. Der Großvater macht ein bedenkliches Gesicht, zieht noch härker an seiner Pfeife. Man merkt, dass er nicht reden will. Na komm, Nettie, sagt jetzt der Vetter. Mach nicht Schneckentänze, sondern gib die Wahrheit an und gib aufrichtigen Bescheid. Schon manches habe ich raunen hören, aber punktum das Wahre nie vernehmen können. Was ist mit dem Pfosten da? Und da hebt endlich der Alte an zu erzählen. Allemal, wenn ich dieses Holz da oben betrachte, so muss ich mich verwundern, wie es wohl zuging, dass aus dem fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht ja entstanden sein soll, Menschen bis hierher kamen und diesen Winkel fanden in diesem engen Graben. Ich habe viel drüber nachgefragt, aber ich habe nichts erfahren können, als dass diese Gegend schon sehr früh bewohnt gewesen sein soll. Ja, so Misswald, unsere Stadt, noch ehe unser Heiland auf der Welt war, eine Stadt gewesen sein soll. Und dass es mehr als 600 Jahre her ist, dass das Schloss steht. Und wahrscheinlich um dieselbe Zeit stund auch hier schon ein Haus und gehörte samt der ganzen Umgebung zu dem Schlosse. Musste da im Zehnten Bodenzinse geben und Frondienste leisten. Die Menschen waren leibeigen und nicht eigenen Rechtens. Ihr Zustand, hört ihr, ihr Zustand hing jeweilen von ihrem Herrn ab. Und die waren unumschränkt Meister über ihre Leute. Einer der wüstesten soll Hans von Stoffeln gewesen sein, aus dem Schwabenlande. Und diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Bärhegen ein großes Schloss zu bauen. In der Einöde ein Schloss. Der Ritter fragte aber nach keinem von der Jahreszeit gebotenen Werk, nicht nach dem Heuet, nicht nach der Ernte, nicht nach dem Säet. So und so viel Züge mussten fahren, so und so viel Hände mussten arbeiten. Zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Sagel geschlagen sein, der letzte Nagel. Barmherzigkeit kannte er keine. Die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Wenn einer müde wurde oder gar ruhen wollte, so war der Vogt schon hinter ihm mit der Peitsche. Und weder Alter noch Schwachheit war verschont. Endlich war das Schloss aber fertig. 5 Ellen dick die Mauern. Niemand wusste, warum es dort oben in der Einöde stand. Aber die Bauern waren froh, dass es einmal stand, wenn es doch stehen musste. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen, sahen mit betrübtem Herzen sich um in ihrem Besitztum und sahen seufzend, wie weit der unselige Bau sie zurückgebracht. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen. Und darum fassten sie Mut und kräftig den Pflug. Aber kaum hatten sie den Pflug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schlosse zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie fanden sich mit klopfendem Herzen ein und wurden in den Rittersaal entboten. Drinnen saßen um den schweren Eichentisch die schwarzbraunen Ritter, wilde Hunde zu ihren Füßen und obenan der von Stoffeln, ein wilder, mächtiger Mann. Mein Schloss ist fertig, doch eines fehlt. Der Sommer kömmt und droben ist kein Schattengang. In der Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen, sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Münneberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen oben. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Gut und Blut.
Morgen soll die erste Buche auf Bärhegen stehen. Da erschraken nun die Bauern. Und einer begann zu reden von ihrer notwendigen Arbeit und dem Hunger von Weib und Kind und vom Winter. Ja, wo doch die Sache vielleicht besser zu machen wäre, weil... Da begann der Zorn des Ritters Kopf größer und größer zu schwellen und seine Stimme brach los. Wenn einer im Polenlande das nackte Leben hat, so küsst er einem die Füße und den Rocksaum dazu. Und ihr hier, ihr habt Kind und Rind und Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehörsamer und genügsamer mache ich euch, so wahr ich Hans von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die 100 Buchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Finger lang mehr ganz an euch ist. Und eure Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor. Raus! Rückwärts drängten die Bauern aus dem Saal. Und weithin folgte ihnen des Ritters donnernde Stimme nach. Der anderen Ritter Gelächter, der Knechte Spott, der wilden Hunde Geheul. Und wie sie nun so trostlos am Wege weinten, da stund plötzlich vor ihnen, sie wussten nicht woher, ein grüner Jägersmann. Auf dem kecken Barett schwankte eine rote Feder, im schwarzen Gesichte flammte ein rotes Bärtchen. Was gibt's denn, ihr guten Leute, dass ihr da sitzet und heult, dass es Steine aus dem Boden sprengt und Äste ab den Bäumen? Hm? Was gibt's? Zweimal frug er und zweimal erhielt er keine Antwort. Und ein alter Mann schütterte das weiße Haupt. Halt es nicht für Unmut, aber das, worüber wir weinen, das nimmt kein Jägersmann uns ab. Und wenn das Herz einmal im Jammer verschwollen ist, so kommen die Worte nur noch schwer draus hervor. Vater, ihr redet nicht dumm, aber so ist es doch nicht. Ich bin nur ein Jägersmann, aber wer weiß, ob ich nicht daheim ein tüchtiges Gespann habe, Holz und Steine, Tannen und Buchen zu führen. Stille. Den Bauern ging nun der Mund auf. Wir sollen oben auf dem Schloss einen Schattengang pflanzen. Wie das vollbringen? In Monatsfrist und mit unserem abgekarrten Vieh? Und da hob der Grüne die magere schwarze Hand empor und vermaß sich zu schwerer Rasse gegen solche Tyrannei. Mein Gespann, wie keines ist im Lande, wird euch alle Buchen führen auf Bärhegen, den Rittern zum Trotz. Und um geringen Lohn. Und es knisterte in des grünen Bärtchen und wie Schlangenaugen funkelten seine Augen. So sag an, was du verlangst, dass wir mit dir des Handels einig werden mögen. Ein Lächeln auf des grünen Gesicht. Wie ich gesagt, ich begehre nicht viel. Nicht mehr als ein ungetauftes Kind. Wie Spreu trieb es die Männer vom Platz. Besinnt euch! Oder sucht bei euren Weibern Rat! In der dritten Nacht findet ihr mich hier wieder. So rief er den Fliehenden mit scharf tönender Stimme nach, dass die Worte in ihren Ohren hängen blieben wie Pfeile, mit Widerhaken hängen bleiben im Fleisch. Des folgenden Tages nun
Als in stilles Gewimmer das Wehgeschrei verglommen war, saßen die Männer zusammen, suchten Rat und fanden keinen. Vom Grünen redete niemand. Ob niemand an ihn dachte, ist nicht verzeichnet worden. Sie teilten sich aber ein, rüsteten die Werkzeuge und begannen mit gefasstem Mut die Arbeit. In weitem Ringe, da mussten die Buchen zuerst umgraben, sorgfältig die Wurzeln geschont, sorgfältig die Bäume, damit sie nicht verletzt werden, zur Erde gelassen werden. Immer drei sollten zusammengeführt werden, damit man auf dem schweren Weg mit Hand und Vieh sich gegenseitig helfen könne. Aber ein Unstern lag über ihrer Arbeit. Die Geschirre zerrissen, die Wagen brachen, Pferde und Ochsen fielen oder weigerten den Gehorsam. Noch ärger ging es am zweiten Tag. Unter rastloser Arbeit keuchten die Armen und keine Bücher, keine Buche noch oben. Über all dem war es Nacht geworden. Schwarze Wolken stiegen auf. Es blitzte, die Bauern saßen und weinten. Da kam ein Weib daher, einen großen Esskorb auf dem Kopf. Es war Christine, die Lindauerin, des Hornbach-Bauern-Eheweib, hier vom Hof. Und Christine war nun nicht von den Weibern, die sich um nichts kümmern, nein, nein, als um Haus und Kind und in der Stille ihre Geschäfte besitzen. Nein, Christine wollte wissen, was ging, und sah nun die Männer. Er greift zu! Sie wies auf den Korb. Niemand aß, niemand sprach. Die Bauern weinten. Keine Buche noch gepflanzt ist. Es ist wie verhext. Und da schalt aber die Lindauerin. Das sei eitel Einbildung. Und mit Hocken und Heulen werde man keine Buchen auf Bärhegen bringen. Und sie fluchte ihre Genossen. Und plötzlich kam über die Achsel des Weibes eine lange schwarze Hand. Und eine Stimme rief: Ja, die hat recht. Und mitten unter ihnen stand mit grinsendem Gesicht der Grüne. Lustig schwankte die Feder am Hut und der Schreck stob die Männer auseinander wie Spreu im Wind. Nur Christine, sie blieb stehen, wie gebannt. Gellend lachte der Grüne den Männern nach. Aber gegen Christine machte er ein zärtliches Gesicht und fasste mit höflicher Gebärde ihre Hand. Ja, so ein schönes Weibchen habe ich lange nicht gesehen. Da lacht mir ja das Herz im Leib. Ich weiß auch gar nicht, warum man sich so vor mir scheut. Ich meine, es ist doch nur gut mit allen Menschen. I bring my soul and give my hand. I give my lips on your face. Give me your heart, I give just mine. Da fasste sich Christine ein Herz und antwortete: Ihr erschreckt die Leute aber auch, dass es schrecklich ist. Warum habt ihr denn ein ungetauftes Kind verlangt? Das kommt den Leuten gar verdächtig vor und das wird kein Christ tun. Das ist der Lohn, an den ich gewohnt bin, und um anderen fahre ich nicht. Christine sah nun wohl, dass der Grüne sich mit nichts anderem werde begrügen wollen. Wir haben aber nun
gegenwärtig in keinem Haus ein ungetauftes Kind und in Monatsfrist gibt es keins. Und in eben dieser Zeit, da müssen die Buchen geliefert sein, versteht ihr? Da schwänzelte der Grüne gar höflich. Ich begehre das Kind ja nicht im Voraus. Sobald man mir verspricht, das erste zu liefern, ungetauft, welches geboren wird, so bin ich schon zufrieden. Das gefiel Christine. Und sie dachte bei sich, in geraumer Zeit wird in unser Herrengebiet kein Kind geboren. Und wenn er einmal sein Versprechen gehalten und die Buchen bepflanzt hat, so braucht man ihm schließlich gar nichts mehr zu geben. Man lässt Messen lesen und ich danke euch, lieber Herr. Es ist zu bedenken und ich will mit den Männern darüber reden. Da ist gar nichts weder zu denken noch zu reden. Jetzt will ich den Bescheid. Jetzt oder nie. Passiaci un torto cari al certo mare, la parto sorgenti al cartonara, lo mi aggiunto cotarti al pestunciare, la mi è son tardo soldi al tuo ramon. Der Grüne klopfte nun holdselig Christines Wange. Von schönen Weibern begehre ich ganz andere Siegel. Mia chante sole, la mia giove bacio. Christine konnte nicht fliehen. Und da berührte der spitzige Mund Christines Gesicht und ihr war, als ob ihr es von spitzigem Eisen aus Feuer durch Mark und Bein ihr fahre, durch Leib und Seele. Und ein gelber Blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte Christine freudig verzehrt des grünen teuflisch Gesicht. Und ein Donner fuhr über sie, als ob der Himmel zersprungen wäre. Es war eine wilde Nacht. In Lüften und Klüften heulte und toste es, als ob die Geister der Nacht Hochzeit hielten in den schwarzen Wolken, die Winde den wilden Reigen spielten zu ihrem Tanze, die Blitze die Hochzeitsfackeln wären und der Donner der Hochzeitssegen. Im finsteren Bergestale regte es sich um ein großes Haus und alle Elenden, die den Grünen gesehen, drängten sich unter sein schirmend Obdach. Plötzlich ging die Tür auf und Christine stand mitten unter ihnen. Die Haare trieften, rot waren ihre Wangen, die Augen brannten noch dunkler als sonst im unheimlichen Feuer. Und sie haderte mit ihnen und wollte nichts sagen. Sie wollte nicht sagen, was sie mit den Grünen verhandelt. Als nun endlich aber die ganze Versammlung vor Christine auf den Knien lag, schien sie zu erweichen und erzählte ihnen, wie sie mit dem Grünen Abrede geschaffen, Abrede getroffen, aber von dem Kusse sagte sie nichts. Und sie sprach, na hört doch, das Wichtigste ist, dass die Buchen nach Bärhegen oben geschafft werden. Sind die erstmal oben? So können wir immer noch sehen, was wir machen. Die Hauptsache bleibt, dass bis dahin kein Kind geboren wird. Hört ihr? Vielen lief es kalt über den Rücken bei der Erzählung. Aber dass man denn immer noch sehen könnte, das gefiel allen wohl. Nur ein junges Weibchen weinte gar bitterlich, dass man unter seinen Augen die Hände hätte waschen mögen. Aber sagen tat es nichts. Und als nun der Beschluss nach Christines Sinn gefasst wurde, da toste das Wetter draußen erst richtig los. Die Pfosten des Hauses wankten, die Balken bogen sich, Bäume splitterten am Hause wie Speere. Blass wurden drinnen die Menschen, Grauen überfiel sie, aber den Beschluss lösten sie nicht. Und bei grauendem Morgen begannen sie seine Ausführung. Und wie war der Morgen auch schön und hell.
Gewitter und Hexenwerke waren verschwunden. Die Äxte hieben noch einmal so scharf als sonst. Der Boden war locker. Jede Buche fiel, wie man sie haben wollte. Kein Wagen brach mehr. Das Vieh war willig und stark und die Menschen geschützt vor jedem Unfall, wie durch unsichtbare Hand. Nur eins war sonderbar. Sobald sie mit ihrem Wagen auf ebenem Wege gegen die Kirche kamen, da war das Gewicht der Wagen schwer und schwerer. Sie mussten Tiere vorspannen, so viele sie deren hatten, mussten unmenschlich auf sie schlagen und mussten selbst Hand an die Speichen legen. Und dazu scheuten merkwürdigerweise die sanftesten Rosse, als ob etwas Unsichtbares vom Kirchhof her ihnen im Wege stünde. Und ein dumpfer Glockenton kam von der Kirche her. War man einmal vorbei, so konnte man ruhig fahren, ruhig abladen, ruhig zu frischer Ladung wieder gehen. 6 Buchen lud man am selbigen Tag an die abgeredete Stelle. 6 Buchen waren am folgenden Morgen zu Bärhegen oben gepflanzt und im ganzen Tale hatte niemand eine Achse gehört, die sich umgedreht um ihre Spule. Hier und da aber, da konnte sich eine neugierige Weibsseele nicht enthalten, wenn es Mitternacht war, durch eine Spalte oder Luke nach dem Weg im Tale zu sehen. Alsbald aber, da wehte ein giftiger Wind sie an, das Gesicht schwoll auf, wochenlang konnte man weder Nase noch Augen sehen und den Mund mit Mühe finden. Und dafür ging den Leuten das Spähen. Einmal aber, da kam plötzlich einem Mann das Sterben an. Und er bedurfte des letzten Trostes, aber niemand wollte den Priester holen, denn Mitternacht war nahe und der Weg führte am Kirchstall vorbei. Und da lief ein unschuldiger Knabe aus Angst um den Vater ungeheißen Sumiswald zu. Als er gegen den Kilchstalden kam, da sah er von dort die Buchen auffahren, vom Boden jede von 2 feurigen Eichhörnchen gezogen. Und nebenbei sah es reiten auf schwarzem Bocke einen grünen Mann. Eine feurige Geißel hatte der in der Hand, einen feurigen Bart im Gesicht. Und auf dem Hut da schwankte ihm glutrot eine Feder. Solches sah der Knabe und ging und niemand tat ihm was. Noch waren 3 Wochen nicht vergangen. Und so stunden 90 Buchen auf Bärhegen und machten einen schönen Schattengang. Am Urbanustage brachten die Bauern die letzten Bäume an den Kirchstalden und schliefen wenig in selbiger Nacht. Man konnte fast nicht glauben, dass der Grüne ohne Kind und Pfand die Arbeit vollendet. Aber der Grüne hielt sein Wort. Und 100 Buchen standen am nächsten Morgen, standen in Reih und Glied und keine war verdorrt. Da stieg der Jubel hoch in ihre Herzen und viel Spott gegen den Grünen und gegen die Ritter floss. Die Bauern ließen dem von Stoffeln sagen, es ist doch alles auf Bärhegen jetzt in Ordnung, ihr könnt schauen. Und könnt die Buchen zählen? Der Jubel zog sich über Berg und Tal in alle Häuser. Und wo noch eines Fingers lang Fleisch im Rauche hing, da ward es gekocht. Und wo noch eine Hand groß Butter im Hafen lag, da wurde geküchelt. Weile an dieser Quelle, sieh, unser Frühstück ist zur Stelle.
Rotwein und Pimpinelle und Bekassinchen zart und fein. Klang, was der Flaschen sollen, aus jedem Korb dem Übervollen. Leer in das Glas hinrollen und schmecke, welch ein Duft so fein. Dein Mittagswein schäumt aus dem Krug so hell im Frühlingsschein. Weine an dieser Quelle, lausch auf des Waldhorns Ton im Freien. Das Fleisch wurde gegessen, die Küchli schwanden, der Tag war verronnen und ein anderer Tag stieg vom Himmel auf. Der Tag, an welchem ein Weib ein Kind gebären sollte. Den Jammer des Weibes, wer will ihn ermessen? Und was dein Herz kennt, der aller treuesten Friede, ist dir den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Er wird auch Wege. Rat wusste niemand. Wohl aber, dass dem, mit dem man sich eingelassen, nicht zu trauen sei. Und endlich offenbarten sie dem Priester ihren Pakt mit den Grünen. Ja, gewaltig entsetzte sich der fromme Mann. Aber mit leeren Worten verlor er die Zeit nicht. Ums Haus, in welchem das Weib ihrer Stunde harrte, zog der Priester den heiligen Bann mit geheiltem Wasser, segnete die Schwelle, die ganze Stube rein und ruhig gebar das Weib und ungestört wurde das Kind getauft. Ruhig blieb es auch draußen. Im klaren Himmel flimmerten leise die Sterne, leise Lüfte spielten in den Bäumen. Mitten unter den Jubilierenden aber ist auch Christine gesessen. Seltsam sah man es zucken in ihrem Gesicht. Denn als der Priester das Wasser sprengte über das Kind und es taufte in den drei höchsten Namen, da war es ihr, als drücke man ihr plötzlich ein feurig Eisen auf die Stelle, wo sie des grünen Kuss empfangen. Und ein kleiner schwarzer Punkt wuchs auf der Stelle. Unstet lief sie umher. Der Schmerz wuchs immer noch. Der schwarze Punkt wurde größer. Alle sahen ihn und wichen von ihr. Dunkle Streifen gingen von dem Punkte aus, nach dem Munde hin und ein Höcker schien zu wachsen. Da geschah es, dass wiederum ein Weib ein Kind erwartete. Diesmal war die Angst nicht groß. Die Leute wohlgemut, sobald sie zur rechten Zeit für den Priester sorgten, meinten sie, des Grünen spotten zu können. Nur Christine war nicht so. Je näher der Tag der Geburt kam, desto schrecklicher war der Brand auf ihrer Wange, desto mächtiger dehnte der schwarze Punkt sich aus. Deutliche Beine und Haare trieb er empor. Und zum Kopfe war der Höcker und glänzend und giftig blitzte es aus demselben hervor wie aus zwei Augen. Als Christine in ihrer glühenden Pein nirgends teilnahme und die Gebärende wohl bewacht fand, da warf sie sich verzweifelt wie eine Wirbelsinnige dem Priester in den Weg, umfasste seine Knie, bat um Lösung aus ihrer Hölle, um das Opfer des Kindes, das ja noch kein Leben kenne. Und die Spinne schwoll höher noch auf, funkelte schrecklich schwarz in Christines rot augengelaufenem Gesicht und mit grässlichen Blicken glotzte sie nach des Priesters heiligen Geräten.
Diese aber schob Christine zur Seite und konnte zur Zeit noch in geweihte Hände das Kind empfangen und in die Hände dessen legen, den die Hölle nie überwältigt. Du solus altissimus, du solus dominus, laudamus te benedicimus te adoramus te. Jesu Christi cum Sanctu Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Da war es Christine, als ob plötzlich das Gesicht ihr platzte. Als ob glühende Kohlen geboren würden darin und in des Blitzes fahlem Scheine geramselten langbeinig, giftig, unzählbar schwarze Spinnchen über ihre Glieder hinaus in die Nacht. Drinnen im Haus aber, da jubelten sie und freuten sich über den neuen Sieg des grünen Ohnmacht, seiner Helfershelfer vergebliches Ringen. Skol, Ulla, Skol, lass uns ein Schnätzlein trinken, gestrichen voll. Lala! Und sie hörten lange nicht, wie das Vieh brüllte und tobte im Stall. Doch als die Sonne schien, sah die Sonne in einen entsetzlichen Jammer hinein, sah, wie es in den Ställen, in denen das Vieh gefallen war, wimmelte von zahllosen schwarzen Spinnen. Diese krochen über das Vieh, das Futter. Und was sie berührten, war vergiftet, und was lebendig war, begann zu toben, ward bald vom Tod gestreckt. Es war, als wüchsen die Spinnen aus dem Boden herauf. Unversehens krochen sie aus allen Wänden, fielen haufenweise von der Decke. Man trieb das Vieh auf die Weide, man trieb es nur dem Tod in den Nacken und in den Rachen. Denn wie eine Kuh auf eine Weide den Fuß setzte, so begann es lebendig zu werden am Boden. Schwarze, langbeinige Spinnen sprossen auf, krochen auf dem Vieh und ein fürchterlich wehlich Geschrei erstoll von allen Bergen zu Tal. Nun zitterten sie wieder vor dem Grünen und lachten seiner nicht mehr, die, die noch vor Stunden großes Wort gehabt hatten. Und Christine musste kommen und klaren Bescheid geben, was sie eigentlich verhandelt habe. Einer machte den Vorschlag, Christine totzuschlagen. Schlag nur zu! Ja, schlag nur zu! Mir ist es recht! Aber der Grüne will nicht mich, sondern ein ungetauftes Kind. Und wie er mich gezeichnet, so gut kann er die Hand zeichnen, die sich an mir vergreift. Man kam nun überein, das nächste Kind zu opfern. Und Christine erbot sich willig zum Raube und zur Wacht. Das junge Weib, welches in jener grauenvollen Nacht, wo Christine Bericht vom Grünen brachte, gezaget und geweinet hatte, erwartete nun das nächste Kind. Es hatte der Priester verheißen zu kommen, so schnell und so früh wie möglich zu kommen, als man ihn verlangte. In Christines kaum vernarbtem Gesicht blähte sich die Spinne. Und die Dorfleute erkannten, dass sie bestimmte Abrede treffen mussten, wie sie dieses Kinde sicher und sonderfehl sich bemächtigen könnten, um das nun dem Grünen zu überlassen. Es war ein gewitterhaftes Jahr und die Ernte gekommen. Ein heißer Nachmittag. Ängstlich ums Haus flatterten die Schwalben. Dem armen Weibchen war so eng und bang allein im Haus. Die erste Wehe. Denn selbst die Großmutter war draußen auf dem Acker. Schon zuckte der Schmerz ihm durch Mark und Bein, es dunkelte vor seinen Augen. Und es fühlte das Nahen seiner Stunde und war allein. Und jetzt drinnen im Stübchen wimmerte das arme Weib. Und zu Ewigkeiten wurden die Minuten. Die Großmutter war zwar gekommen, vermochte den Jammer nicht zu stillen und
hatte die Türe wohl verschlossen und schweres Geräte vor die Türen gestellt, Egge und Pflug. Kein Priester sich zeigte. Ach, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt. Mit großen Gnaden drücken, erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken. Die Frauen hörten Christine, wie sie schleichend nicht von der Türe wich. Und andere Tritte hörten sie, und manches Flüstern auch hörten sie flüstern. Und da wimmerte das erste Lebenszeichen des Kindes durch die Tür, unterdrückt so schnell als möglich, aber zu spät. Die Tür fliegt auf von wütendem, vorbereiteten Stoße, und in Christines Händen ist das Kind. Zagen und Grauen ergriff die Männer, als Christine mit dem geraubten Kinde herauskam. Das Ahnen einer grausen Zukunft ging ihnen auf. Aber keiner hatte den Mut, die Tat zu hemmen. Die Furcht vor des Teufels Plagen war stärker als die Furcht vor Gott. Und allerdings stürmte ein Gewitter daher, wie man es in Menschengedenken nicht oft erlebt. Ohne Unterlass brüllte der Donner. Zornesvoll heulte der Sturm, geborsten war der Wolkenschoß und Fluten stürzten nieder. Da ward dem Priester, als hörte er durch den Donner eines Weibes schrecklichen Wehruf, und er schritt gefasst auf alles hinaus in die feurigen Wetter, obwohl ihn niemand rief. Vor dem Dorf steht er still und schirmt mit der Hand die Augen. Sein scharfer Blick sieht aus grünem Hage hervorragen ein schwarzes Haupt, und auf diesem schwankt eine rote Feder. Und wie er noch länger schaut, da sieht er am jenseitigen Abhange in schnellstem Laufe wie gejagt daherfliegen eine wilde Gestalt dem schwarzen Haupte zu, eine Frau. Wie der Held zur Schlacht, stürzt der Priester zwischen den Grünen und Christine, die eben das Kind in des anderen Arme legen wollte. Mitten hinein schmettert er zwischen sie die höchste Dreieinigkeit, hält das Heiligste dem Grünen ans Gesicht, sprengt heiliges Wasser über das Kind. Tu solus altissimus, tu solus dominus, laudamus te benedicimus te adoramus te. Und da fährt mit fürchterlichem Wehgeheul der Grüne von dannen. Wie ein glutroter Streifen zuckt er dahin, bis die Erde ihn verschlingt. Und es schrumpft mit entsetzlichem Zischen Christine zusammen, schrumpft flammensprühend zusammen, bis auf die schwarze, hoch aufgeschwollene Spinne in ihrem Gesicht. Schrumpft mit dieser zusammen, zischt in die sie hinein. Die Spinne sitzt nun giftstrotzend, trotzig mitten auf dem Kinde. Der Priester fasst nach ihr mit kühner Hand. Es ist, als griffe er in glühende Stacheln hinein. Aber unerschüttert schleudert er das Ungeziefer weg, fasst das Kind und eilt mit ihm Sonderweile der Mutter zu. Und auf der Mutter Armen tauft der sterbende Priester das Kind. Die Spinne war verschwunden. Wo war die Spinne? Ah! Mitten im Haufen schrie einer entsetzlich aus. Ah! Es war ihm, als sei er in einen glühenden Dorn getreten. Als nagle man mit glühenden Nagel den Fuß an den Boden, als ströme Feuer durch das Mark seiner Gebeine. Auf dem Fuße aber saß schwarz und groß die Spinne und glotzte giftig und schadenfroh in die Runde.
Die Spinne war bald hier, bald dort, bald nirgends. Bald auf den Bergen oben, bald im Tal. Sie zischte durch das Gras, fiel von der Decke, tauchte aus dem Boden auf. Am hellen Mittage, wenn die Leute ihr Habermus aßen, erschien sie glotzend unten am Tisch. War sie allen über die Hände gelaufen, saß oben am Tisch auf des Hausvaters Haupt und glotzte über die schwarz werdenden Hände weg. Sie fiel des Nachts den Leuten ins Gesicht, begegnete ihnen im Walde, suchte sie heim im Stalle. Das Kind in der Wiege, den Greis auf dem Sterbebette schonte sie nicht. Es war ein Sterben, wie man es noch von keinem wusste. Und das Sterben daran war schrecklicher, als man es je erfahren. Das junge Weibchen war genesen und es kam ihm immer deutlicher vor, immer lebendiger in den Sinn. Wenn jemand es wagen würde, die Spinne mit der Hand zu fassen, sie zu halten, so vermöchte man sie zu überwältigen. Und sie bohrte ein Loch in den Fensterstock, rüstete einen Zapfen, der scharf ins Loch passte, weihte ihn mit heiligem Wasser, legte einen Hammer zurecht und betete, Tag und Nacht, um Kraft zur Tat. Wartete, wachte und schlief doch einmal ein. Weib, Weib, wach auf! Der Feind ist da! Weib, wach auf! Dreimal rief es so. Das Weib tat die Augen auf und sah langsam giftgeschwollen die Spinne schreit über das Bettlein hinauf dem Gesicht ihres Bübchens zu. Und griff mit rascher Hand die Spinne. Feuerströme gingen der treuen Mutter durch Hand und Arm bis ins Herz hinein und unter Todesschmerzen drückte sie mit der einen Hand die Spinne ins bereite Loch, mit der anderen den Zapfen davor und schlug mit dem Hammer ihn fest. Drinnen sauste und brauste es, wie wenn die Meere die Wirbelwinde bestreiten, das Haus wankte in seinen Grundfesten. Aber der Zapfen saß fest. Gefangen blieb die Spinne. Die Mutter freute sich noch, dass sie ihre Kinder gerettet, und dann starb sie. Nun war der schwarze Tod zu Ende. Ruhe und Leben kehrten ins Tal zurück. Die schwarze Spinne ward nicht mehr gesehen zur selben Zeit, denn sie saß in jenem Loche gefangen, wo sie jetzt noch sitzt. Der Großvater schweigt. Was? Dort im schwarzen Holz? Die Patin dreht sich um. Sie schaut hinter sich und kommt nicht aus der Angst. Kommt nicht aus der Angst, die schwarze Spinne sitzt ihr im Nacken. Nacken an festlicher Tafel. Auch den anderen Gästen waren die Herzen zugeklemmt, dass der Großvater schweigt. Über alle ist ein großes Schweigen gekommen. Man isst, man trinkt. Hör mal, Vetter. Sag, ist die Spinne seither nie aus dem Loch gekommen, sondern immer drin geblieben, seit so viel 100 Jahren, die Patin fragt ängstlich und schaut. Komm, es ist besser, man schweigt von der ganzen Sache. Er hat doch den ganzen Nachmittag davon geredet. Die Großmutter war nicht einverstanden, dass ihr Mann noch einmal davon begann. Und der Alte schweigt und will nicht weitersprechen. Na komm, na red schon. Du hast uns doch recht kurze Zeit gemacht. Komm, trink und erzähl. Und tatsächlich begann der Großvater aufs Neue und spricht wie ein Junger.
Was ich weiß, ist nicht mehr viel. Aber was ich weiß, das will ich sagen. Es kann sich vielleicht heutigen Tags einer ein Exempel daran nehmen. Fast 200 Jahre waren verflossen in Glück und Segen, seit die Spinne da im Loche saß. Und das Tal ward berühmt vor allen anderen. Stattlich waren ihre Häuser, groß ihre Vorräte, manch Geldstück ruhte im Kasten und ihr Vieh war das Schönste zu Berg und Tal. Ihre Töchter waren berühmt, landauf, landab, ob ihrer Schönheit und ihre Söhne gern gesehen überall. Aber wie gerade in den Birnbaum, der am flüssigsten genährt wird, am stärksten treibt, der Wurm sich bohrt, ihn umfrisst, welken lässt und tötet, so geschieht es, wo der Segenstrom am reichsten über die Menschen fließt, der Wurm in den Segen kömmt, die Menschen bläht und blind macht. So wurden also, nachdem viele Geschlechter dahingegangen, Hochmut und Hoffart heimisch im Tal. Die Kleider wurden prächtiger, Kleinode sah man glänzen, ja selbst an die heiligen Zeichen wachte der Hochmut sich. Und statt, dass ihre Herzen während dem Beten bei Gott gewesen wären, da hingen die Augen stolz an den goldenen Perlen ihres Rosenkranzes. Und damals war ein schlau und kräftig Weib hier, Herrin auf dem Hof. Sie war keine Lindauerin, doch sie glich Christine in vielen Stücken. Und sie hatte einen einzigen Sohn, Christen mit Namen. Und ihr Mann war unter ihrer Herrschaft bereits gestorben. Dieser Sohn war ein schöner Knabe, hatte ein gutes Gemüt, war freundlich und sanft mit Mensch und Vieh. Er war längst erwachsen und durfte nicht zur Kameradschaft, wenn keine Kirchweih ohne der Mutter Begleit. Er durfte alleine nicht weg. Als sie ihn aber nun endlich alt genug glaubte, da gab sie ihm ein Weib aus ihrer Verwandtschaft, eins nach ihrem Sinn. Und jetzt begann ein reiches Leben. Lange schon war den Frauen das alte Haus ein Dorn im Auge. Und sie schämten sich seiner, da die Nachbarn neue Häuser hatten und auch kaum so reich als sie waren. Die Sage von der Spinne, die war damals noch in jedermanns Gedächtnis, sonst wäre das alte Haus längst schon eingerissen worden. Aber alle wehrten es ihnen. Das war ihnen aber immer unheimlicher im alten Haus. Wenn sie hier am Tische saßen, dann war es ihnen entweder als schnurre hinter ihnen behaglich die Katze oder als ginge leise das Loch auf und die Spinne ziele nach ihrem Nacken. Ihnen fehlte der Sinn, der das Loch verschloss. Und darum fürchteten sie sich immer mehr, das Loch möchte sich öffnen. Und sie fanden einen guten Grund, ein neues Haus zu bauen, in dem sie die Spinne nicht zu fürchten hätten. Das Alte, das überlassen wir dem Gesinde. Die Frauen. Monatelang beschwatzten sie Christen und trieben ihn, bis er sich schließlich dreingab und nichts mehr da widersprach. Und ein Haus wurde gebaut, wie es keiner noch hatte in der ganzen Gegend. Und die Weiber richteten es ein mit unerhörter Pracht und gaben als sogenannte Hausheuki ein Fest, eine Kilbi, die 3 Tage lang dauerte und Kinder und Kindeskinder noch davon erzählten im ganzen Emmental, von diesem Fest. Aber während allen 3 Tagen soll man im ganzen neuen Hause ein seltsames Surren gehört haben, wie das einer Katze, welche es behaglich wird, weil man ihr den Balg streicht. Doch die Katze, von welcher es kam, konnte man trotz allen Suchens nicht finden. Und da ward das manchem unheimlich, trotz aller Herrlichkeit, lief er mitten aus dem Fest und vom Hof. Im alten Hause blieb das Gesinde allein und lebte, wie es wollte.
und glich bald einem Rudel Katzen, wenn sie am wüstesten tun. Vom Beten wusste man nichts mehr, schändete ungescheut das Brot, verunreinigte die Speise, quälte das Vieh, leugnete alle höhere Gewalt. Einem Knechte fiel es ein, mit der Spinne im Loch die Mägde zu schrecken. Das soll aber auch ein seltsamer Mensch gewesen sein. Man wusste nicht, woher er kam und hatte Lamm und Wolf in seiner Seele, hatte auch zwei ungleiche Augen. Man wusste nie, von welcher Farbe, beide sahen nie den gleichen Weg. Sein Haar war schön gelockt, war es rot, war es falb. Er quälte wie keiner das Vieh. Die Weiber aber liebten ihn. Es nahte nun Weihnacht, die heilige Nacht. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen. Das Gesinde begann den Abend mit Fluchen und Tanzen. Und die Roheit ward immer grässlicher. Der genannte Knecht spottete des Priesters, teilte Brot aus, trank seinen Wein, als ob er die Messe verwaltete. Taufte den Hund in dem Ofen, trieb es, bis es Angst und Bange auch den anderen wurde. Der stach mit dem Messer ins Loch und fluchte, ich will euch noch ganz andere Dinge zeigen. Und als sie darauf nicht erschrecken wollten und lachten, ihn auslachten, da griff er in halber Raserei nach einem Bohrer, drehte mit wildem Stoße den Bohrer in den Zapfen hinein, tat einen kräftigen Ruck und es bebte von ungeheurem Donnerschlag das ganze Haus. Ein roter Blutstrom brach aus dem Loche hervor und mittendrin saß groß und schwarz aufgeschwollen im Gifte von Jahrhunderten die Spinne und glotzte in giftiger Lust über die Frevler hin, die versteinert in tödlicher Angst kein Glied bewegen konnten, dem schrecklichen Untiere zu entrinnen, das langsam und schadenfroh über die Gesichter kroch und ihnen einimpfte den feurigen Tod. Den feurigen Tod in der heiligen Nacht. Christen, der eben allein den Berg aufkam, von der heiligen Messe, stürzte in seine Häuser und sah verendet alle und alle Leiber schrecklich geöffnet und entstellt. Von den Seinen waren übrig geblieben allein seine Kinder. Wie in 100-jähriger aufgeschwellter Lust flog die Spinne durch die einst blühende Talschaft, schonte niemanden und Verzweiflung lag über dem ganzen Land. Die Monde vergehen. Mitten in diese Schrecken sollte nun ein Weib ein Kind gebären. Und ein Söhnlein wurde geboren und Christen übernahm es, den Priester zu holen. Schon hatte er die Kapelle im Auge und des Priesters Haus. Da glühte plötzlich mitten im Wege die Spinne. Im Busche wankte rot ein Federbusch. Und Christen rief mit lauter Stimme zu seinem Gott, es schwand die rote Feder, ergriff mit starker Hand die Spinne, eilte geflügelten Laufes seinem Hause zu. Der Spinne grifft, dringt ihm durch alle Glieder, schrecklich ist der Brand. Und dennoch gelingt ihm, die Spinne ins alte Loch zu drängen, mit sterbenden Händen den Zapfen vorzuschlagen. Er vermag's mit Gottes Hilfe und stirbt. Im Allgäu sind 2 Lilien, im Allgäu sind 2 Lilien, die hättet einander gern, die hättet einander gern. Und der junge Knab zog zu Kriege, und der junge Knab zog zu Kriege. Wann kommt er wieder heim? Wann kommt er wieder heim?
Jedes Jahr in andere Summe, jedes Jahr in andere Summe, Anstühle in deine Tür auf, Anstühle in deine Tür auf. Es war ein feierlicher Tag. Als das ganze Tal zu Christens Begräbnis zur Kirche wandelte, auch in manchem Herzen ward es feierlich und demütig. Und von dem Tage an wurde viel übertriebenes Wesen auf den Gesichtern und in den Kleidern nicht mehr gesehen und klapperten die alten hölzernen Rosenkränze wieder durch die gefalteten Hände. Als die Trauernden aus dem Dorf hervor auf die freie Höhe kamen, sahen sie eine Röte am Himmel und fanden heimgekommen das neue Haus niedergebrannt bis auf den Boden. Wie es zugegangen, erfuhr man nicht. Christens Kinder bauten ein neues Haus und fügten ihm ein mit Demut und Sorgfalt das alte Holz. Die Spinne rührte sich nicht. Sinn und Segen änderten sich nicht. Aber auch das neue Haus wurde wiederum alt und wurmstichig, sein Holz nur der Pfosten. Der blieb fest und eisenhart. Es kam nun zu bauen die Reihe an mich, und ich tat wie die früheren, fügte das alte Holz dem neuen Hause bei, aber die Spinne regte sich nicht. Aber gestehen will ich es euch heute. Mein Lebtag betete ich nicht so inbrünstig wie damals, als ich das verhängnisvolle Holz in Händen hatte. Und ein Berg fiel mir von der Seele, als endlich alles an seinem Orte stund. Der Großvater schweigt. Friedlich liegt das Haus, rein und schön glänzt es. In der Sonne Schein, und die Hebamme kommt mit dem Kaffee. Thank you.